Waschtag am Fluss Marahi. Die Frauen aus dem Dorf Morada Nova waschen ihre Wäsche noch immer im Fluss. Sie wissen, dass damit keine Gefahr verbunden ist. Nur wer das ungereinigte Flusswasser trinkt, begibt sich möglicherweise in Lebensgefahr. Die tödlichen Keime lauern im Wasser. Ihr Trinkwasser holen die Frauen für ihre Familien ausschließlich aus dem solaren Wasserreinigungsgerät. Deshalb muss die Anlage einwandfrei funktionieren. Inpa-Techniker Rai überprüft die mit Sonnenenergie betriebene Pumpe, die das Flusswasser 40 Meter hoch in den blauen, 1000 Liter fassenden Kübel über der Wasserdesinfektionsanlage drückt. Von dort strömt es durch den UV-Reaktor und landet als kostbares Nass in den Töpfen der Deni-Frauen. Nun gibt es keine Durchfälle mehr. Und ich muss das Wasser nicht jeden Tag mehrmals vom Fluss holen, den steilen Hang hinauf. Das war sehr schwer. Alle Frauen im Dorf freuen sich über die Anlage. Eine Kostprobe für die kleine Schwester. Die Bewohner von Morada Nova können sich sicher fühlen. Die Anlage funktioniert hervorragend.